Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem Videoblog. Wir sind Nathalie und Markus meinerseits. Ja, wir haben uns erst vor kurzem zwei neue Vitali E-Falträder gekauft beim Erhard Mott in Lauda. Und die haben wir jetzt verladen. Hier in den kompakten BMW. Und mache jetzt unseren ersten Trip mit unseren E-Bikes. Und zwar nach Durbach in der Schwarzwald und da nehmen wir euch gerne mit. Unsere erste Etappe führt uns heute nach Sasbachwalden, vorbei an wunderschöne Wasserfälle, der Madonna-Statue und dem Pariser Eiffelturm. Ja, nach einem sehr, sehr langen und nervigen Stau sind wir jetzt angekommen und zwar in Sasbachwalden. Wir befinden uns jetzt am Ausgangspunkt von unserer ersten E-Bike-Tour mit unseren neuen Vitalis und sind sehr gespannt, wie wir damit zurechtkommen. Und los geht's, die ersten paar Meter. Und wie fühlt sich's an? Super schöne Gegend. Schöne Weinberge. Das schönste Land in Deutschland, und das ist mein Partnerland, Partnerland. Es ist so herrlich anzuschauen und ruht in Gottes Hand. So, hier haben wir jetzt was bei einer kleinen Erfrischung, was wohl ganz typisch ist für die Gegend hier, und zwar ein sogenannter Schnapsbrunnen. Da gibt es wirklich zig Hunderte davon und da kann man sich tatsächlich jetzt selber bedienen. Da ist kein Fenster drin, nein. Und er kann dann, da ist ein Kessel, sich mehr oder weniger besaufen. Mhm. Ja, nur wir haben kein Kleingeld, aber wir können noch nichts. So, nach dem schönen Fahrradtag sind wir noch in Sasbachwalden in eine richtig coole Unterkunft. Knusperhäuschen heißt es. Gaststätte. Gaststätte. Ja, echt toll von der Atmosphäre her. Und jetzt die Belohnung für den heutigen Tag.